Pflichtspiel Nummer 1 für Bayer 04 eSports versus Arnstadt. Ich bin gespannt. Wir sehen direkt eine Ecke an den zweiten Pfosten. Der wird reingelegt. Kriegt den Ball aber noch gedreckt. Flex mit dem langen Versuch an den langen Pfosten. Aber daraus wird nichts. Wir sehen direkt die 15. Minute. Bayer über die linke Seite kommt durch. Wunderbar durchgesteckt. Der Vorteil läuft noch. Der Ball wird nochmal zwischengesteckt. Arnstadt kommt dazwischen. Aber es gibt Elfmeter. Er wurde umgegrätscht, der Stürmer wurde umgegrätscht und dementsprechend berechtigterweise ein Elfmeter. Nummer 32 tritt an. Wir sind gespannt. Macht er ihn? Kurz verzögert. Lange Ecke. Wunderbar. Torhüter war beinahe noch dran. 1:0. Erstes Pflichtspieltor für Bayer 04 eSports in der Pro League Championship. Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt wollen wir sehen, reagieren die Arnstädter darauf. Nein, wir haben wieder Leverkusen. Setzen wieder über nach, über die Mitte, Gutugay. Über die rechte Seite. Spielt er ihn außen durch, er spielt ihn außen durch. Wunderbar. Poli flankt ihn rein. Wunderbar. So geht das. Schön gemacht. Schnelle Flanke. Oben steht er frei. Und dann einfach trocken in die kurze Ecke. Torhüter kann da auch nicht viel machen. 2:0 für Leverkusen. Aber jetzt Arnstadt mit einem langen Ball auf die linke Seite raus. Der Stürmer läuft, kriegt ihn mit, legt ihn nochmal nach hinten, über die Mitte wird gespielt, schön die Mitte aufziehen, wunderbar, die Leverkusen sind nicht ganz geordnet, er kann ihn durchstecken, Abschluss wird geblockt, Konter für Leverkusen, nein, er kommt nochmal dazwischen, wunderbare Grätsche, um den Konter aufzuhalten, aber Leverkusen verteidigt hier sehr gut mit Mann und Maus. Es bleibt beim 2-0, 84. Minute, Arnstadt kommt dazwischen, erobert den Ball schnell, steckt den Ball vorne rein, aber Gutugay bekommt den Ball nicht ganz raus, war auch wirklich schwierig. Jetzt Arnstadt über die linke Seite, hat ein wenig Platz. Abschluss, kurze Ecke, wunderbar gemacht. Schön schnell reingespielt und dann abgeschlossen. So muss es laufen. Weiterhin 2:1 für Leverkusen, aber Arnstadt kommt dran. Geht hier noch was? Leverkusen mit einer roten Karte sehen wir auch gerade, aber Arnstadt über die linke Seite. Ja, Leverkusen ist dazwischen, langer Ball raus. Jetzt ist natürlich alles offen. Den Ball muss er eigentlich in die Mitte legen, der Pole, macht er auch. Und der Abschluss, Ballrolle, eieiei, da sieht der Torhüter nicht so gut aus, aber ja, die Animation in FIFA schwierig. Trotzdem schön gemacht, herzlichen Glückwunsch zu den ersten 3 Punkten für Leverkusen. Da ist direkt, wir sind noch nicht bei Ende, ja wunderbar, viel zu schnell sind wir hier. Arnstadt kriegt den Ball noch geklärt, Spiel ist aber zu Ende, herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt, bis zum nächsten Spiel. Paderborn gegen die Stuttgarter Kickers. Wir sind gespannt, was wir hier sehen werden. Viele Tore oder eher nicht. Und die erste Situation, oh, da setzen die Stuttgarter Kickers sich aber ganz schön in ein eigenes Nest. Paderborn schnappt sich den Ball und schießt ihn rein. Da sage ich mal danke für dieses Tor. Das war vermeidbar. Motorvision weitermachen. Wir sehen hier nochmal den Abschluss. Torhüter Hände hochnehmen, dann geht's vielleicht. Aber manchmal kann man so schnell nicht reagieren. Paderborn mit dem nächsten Angriff, die Kickers lassen den Ball laufen, Ball wird aber abgefangen und durchgesteckt. Da sind die Kickers nicht auf der Höhe, aber kriegen die nochmal Flanke in die Mitte rein, das haben alles frei. Jojojo, Latte! Mensch, jetzt geht er, die Flanke war super, der Mann war aber auch ganz schön frei. Paderborn wieder über die linke Seite, sehen wir die nächste Flanke kommt aber rein, diesmal steht er komplett frei, kann ihn sogar mit Fuß annehmen, muss gar nicht mit dem Kopf hin. 2:0 in der 22. Minute, sehen wir hier noch viele Szenen. Erstmal zum Tee trinken. Und ja, das war's. Mehr gibt's nicht, mehr Highlights gibt es nicht. Glückwunsch zu den 3 Punkten. Kickers leider nicht. FSV Stadl gegen Erfurt. Wir sind gespannt, was wir hier geboten bekommen. Wir sind bereits in der 20. Minute mit einer Ecke für Stadl. Wird kurz gespielt. Nein, doch lang. Wunderbare Variante an den Pfosten nur abgelegt. Wunderbar gemacht. Das ist einstudiert. Das ist toll. Davon wollen wir mehr sehen. Das hat Stalin sehr toll gemacht. Aber Erfurt über die rechte Seite legt den Rückraum. Verteidiger kommt dazwischen, aber kriegt ihn nicht ganz geklärt. Da sind sie aber ein bisschen früh rausgerückt. 3 Verteidiger gegen 5 Stürmer. Was ist denn hier los? Leute, ihr dürft nicht so schnell rausrücken. Erfurt setzt nach. Und da haben wir das 1:1. Nächste Situation, 30. Minute. Erfurt kontert, wunderbar durchgesteckt und jetzt läuft er allein aufs Tor zu. Macht er selber, der Basti. Nee, er legt ihn noch rüber und der Torhüter kommt leider nicht hin. 2:1, hätte er gedacht, er macht ihn in die lange Ecke. Aber sieht seinen Kollegen, der noch rechtzeitig mitgelaufen ist. Und schon wieder die Erfurter über die rechte Seite. Legt er ihn wieder rüber. Nein, er macht ihn diesmal selber.
Zack, Rainer mit. Eben hat der Kollegin rübergelegt diesmal. Naja, es steht 3-1 Tor für Erfurt und schon wieder durch. Das ist aber da ganz schön löchrig hinten bei den Stadlern. Was, Mensch, was macht ihr denn da? Abschluss, kurze Ecke. Eieieiei. Da muss man auch ein bisschen den Torhüter in die Pflicht nehmen, aber wieder die Erfurter. Uiuiui, lange Ecke. Der Ball war abgelegt. Schade, dass wir da nicht so viel mehr von gesehen haben. Aber abgelegt, 5-1 für Erfurt. Die beschweren sich nicht, lange Ecke, eiskalt gemacht. Herzlichen Glückwunsch für 3 Punkte. Der SC Werl eFootball vs. Victoria Berlin eFootball steht an. Erste Situation, Torhüter mit dem langen Ball. Und das ist eine wunderbare Kontersituation, die hier für die Victoria entsteht. Ein Pass rüber, schließt er ab, kurze Ecke, wunderbar drinne. Das ging richtig flott. Da haben die Werler nicht aufgepasst. Und ja, es steht 1-0 für die Berliner, die jetzt dort zusehen, müssen sie den Ball wegbekommen. Den Vincent den Ball in die, oh, die Ballrolle, die war gefährlich als Innenverteidiger im Halbfeld. Aber wir spielen den Ball über außen, der läuft schnell, wer, lange Ecke, reingemacht. Das tut weh, 1-1, aber die Victoria legt los. Den Ball kann er einfach fangen. Mensch, ist Güte. Wir sind kurz vor der Halbzeit, geht da noch was? Langer Ball durch, da wurde mitgelaufen, kriegt er den Ball weg. Oh, er spielt ihn in die Mitte, Mensch, schau ihn doch nach außen weg, nicht über die Mitte. Wunderbare Drehung, Innenpfosten, Toni, stark gemacht. Schöner Abschluss, 2-1 für Ferl. Und hier über die Mitte, über außen, der Ball rein, kurze Ecke, gut gehalten. Aber es ist ein Elfmeter, da wurde nachgegrätscht. Mensch, das Kind an der Ball war doch geklärt. Wir sehen hier sogar, wo er hin aimt. Wunderbar, schön in die Ecke rein. Na, aber der Fake, und das hat er wunderbar gemacht. Sah ein bisschen merkwürdig aus, aber Elfmeter ist drinne. Und der Torhüter hat er nicht gehalten, 3-1 für Ferl. Wir sehen den nächsten Angriff direkt wieder. Die Schwarzen über Ferl. Lässt den Ball gut laufen. Und es gibt schon wieder Elfmeter. Mensch, Kinder, Jungs. Stellt den Mann nicht weg. Tackeln wie die Irren. Ein bisschen stellen. Nächster Elfmeter. Er wird abgegeben für Alex, darf schießen. Die Nummer 8. Und auch den macht er. Er ist nicht gut geschossen, aber Torhüter bewegt sich nicht. 4-1 für Ferl.